Hallo, ich bin Eva vom Betagtenzentrum Laupen. Ich mache die VG-Ausbildung und nehme dich heute mit in meinen Alltag. So, die meisten Sachen, die ich mache, sind vor allem morgen natürlich pflegen, darf Blutzucker messen und Insulin spritzen. Blutentnahmen habe ich jetzt auch angefangen zu machen. Und vor kurzem habe ich jetzt auch noch angefangen, Medi richten. Also für mich ist speziell erfahren, dass es halt einfach immer etwas anderes ist. Man weiß nie, was einem erwartet. Und das ganze Medizinaltechnische gefällt mir halt mega. Es ist einfach etwas Spannendes für mich. Also ich schätze es im BZL, dass ich auf meiner Wohngruppe so gefördert werde und sehr viele Lernsituationen haben kann. Das Haus ist sehr schön eingerichtet, finde ich auch wirklich hell. Und die Bewohner dürfen ihr Zimmer auch sehr heimelig einrichten. Und das schätze ich sehr. Also im BZL haben wir verschiedene Einblickstage, zum Beispiel Bereiche wie die Hotellerie oder die Küche. Und geleitet durch das Bildungsteam haben wir auch noch verschiedenste Transfernachmittage, wo wir Themen anschauen. Und das finde ich sehr eine spannende und auch einzigartige Sache, weil es das nicht in jedem Betrieb gibt. Also, wenn du die VG-Lehre machen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Empathie mitbringen, dass du wirklich dich einfühlen kannst in die Leute, die du mit ihnen arbeitest. Geduld und definitiv auch Flexibilität, weil immer irgendetwas vom einen auf den anderen Tag ändern kann. Aber es ist wirklich sehr spannend und ich kann es jedem empfehlen. Möchtest du jetzt auch VG machen? Dann bewirb dich jetzt im BZL. Wir freuen uns sehr, dich kennenzulernen.